Tag drei, oder? Irgendwie haben wir momentan jeden Tag live. Das ist ja unfassbar. Ah, ich sage euch was. Irgendwie habe ich so das Gefühl und täglich grüßt das Murmeltier. Geht's euch auch so? Ich warte nur drauf, bis ihr sagt, ah, schon wieder die Daniela, ich kann sie schon gar nicht mehr sehen. Ah, hört sie das? Okay, schön, ihr Lieben. Wie geht's euch denn? Mal schnell in die Runde gefragt. Hallo, hallo, Kathleen. Ah, schön, geht's euch gut? Ich hoffe, es geht euch gut. Ah, schau, die Ursula aus Bayern ist heute da. Hallo, Karin. So nett. Ich freue mich total. Hallo Sigrid, also es ist ja wirklich schon wieder jede Menge los da drin in dem Chat. Okay, so, mein iPad mag mittlerweile auch. Und ich sehe gerade, ich bin heute ein bisschen weit hereingezoomt. Die zoome ich noch ein kleines bisschen aus. Nicht ganz so, dass wir da nicht ganz so enge sind heute. Okay, schön. Gut, ihr Lieben. Also nochmal ein liebes Hallo in die Runde und. Ja, mit was fange ich denn jetzt an? Also zum einen machen wir heute diese wunderschöne Karte und ich finde ja die total mega und muss euch die mal ein bisschen genauer zeigen, weil die habt ihr ja noch gar nicht gesehen, weil die ist nämlich erst heute bei mir eingetrudelt und die habe ich so entzückend gefunden, dass ich mir gedacht habe, das ist die Karte, die basteln wir heute. Ist die nicht bärig? Ich finde die so schön, aber so lieb gemacht und die habe ich von einer Kundin heute gekriegt. Einfach einmal als Dankeschön. Ist das nicht lieb? Also ich finde ja, ich habe ja so unfassbar liebe Kundinnen und ich kriege immer wieder mal so nette Karten. Diese Woche ist das sogar schon die zweite Karte. Ich habe nur so eine nette Karte gekriegt von einer Kundin, von der Monika. Die grüße ich an dieser Stelle ganz lieb. Und eben heute die von der Mechthild. Und die Mechthild hat mir da so eine Schüttelkarte gebastelt. Und ich muss euch das einmal näher zeigen. Seht ihr, was da für ihre kleinen süßen Schmetterlinge drin sind? Sind die nicht entzückend? Ich finde es total lieb, hat sie da so Schmetterlinge eingebaut. So süß, oder? So was habe ich noch gar nicht gesehen, so Schmetterling-Pailletten. Total süß, ich habe das so nett gefunden. Und dann hat sie mir berichtet, dass das die allererste Karte ist, die jetzt entstanden ist mit ihrer neuen Stanz- und Prägemaschine von Stampin' Up. Und dann hat sie sich gedacht, die allererste Karte, die schickt sie jetzt zu mir. Ist das nicht nett? Ich habe das so nett gefunden, total lieb. Also sowas Liebs. Also wirklich, Mechthild, vielen, vielen lieben Dank. Das ist so eine Riesenfreude. Und so eine Ehre, dass ich die allererste Karte kriege mit der neuen Stanzmaschine, das ist einfach super. Sie hat sich die Stanzmaschine natürlich sehr gelobt, ist ja klar. Die geht einfach wirklich fein, weil sie so schön übersetzt ist. Die geht viel, viel leichter zum Drehen als so manche andere Stanzmaschine auf dem Markt. Und das hat sie sich natürlich sehr gelobt und ich finde es also so süß gebastelt, oder? Alleinig die Farben, das Gelb und die Grüntöne. So wunderschön. Ja, und da habe ich mir dann gedacht, na natürlich, also, die müssen wir auf jeden Fall machen. Ja, ist echt schön, gell, Katharina? Ist einfach ein super schönes Hobby, das wir haben, das stimmt. Und ja, und es stimmt, ja, Karina, wenn man so eine Freipost kriegt, das ist wirklich was Besonderes. Und ja, ich habe da viel Glück, ich kriege recht viel nette, liebe Post. Es ist einfach schön. Total nett. Ja, und da schreibe ich sofort mit der Stanzmaschine. Ja, das stimmt einfach. Okay, gut. Und bevor wir jetzt aber mit dieser Karte loslegen, möchte ich euch total gerne nochmal kurz zu meinem gestrigen Probierpakete-Video berichten. Zum einen freue ich mich unfassbar, wie gut diese Aktion wieder bei Ihnen ankommt. Und das ist natürlich mega. Also, was kann mir Schöneres passieren, als dass ich die Probierpakete so da schnür, dass sie euch auch gefallen und ihr das einfach genauso super findet wie ich, dass es die Möglichkeit gibt. Also, das ist wirklich richtig, richtig bärig. Und es haben sich jetzt aber heute im Laufe des Tages wirklich spannende Fragen ergeben und da möchte ich gerne zwei, drei auch nochmal da herinnen beantworten, weil ich glaube, dass das wirklich für die eine oder andere auch nur eine Frage ist, die vielleicht gar nicht klar ist. Na, wie nett, ich sehe gerade, Nordseetante ist heute das erste Mal dabei.
und sie findet die Videos immer klasse. Wie nett! Ja, schön, Nordseetante, dann herzlich willkommen. Das ist ja eine besondere Freude dann. Ja, also auf jeden Fall zurück zu meinen gestrigen Probierpakete. Und da war unter anderem auch die Frage von einer Kundin, ob denn meine Probierpakete nur von meinen Kundinnen bestellt werden dürfen. Nein, natürlich nicht. Die dürfen von jedem bestellt werden. Und das ist auch unabhängig davon, ob sie einfach nur total gern Stampin' Up Sachen mögen oder ob sie zum Beispiel Eigenbedarfsdemos sind. Also ich habe einige Demos auch, die Eigenbedarfsdemos sind. Und auch für die ist manchmal das eine oder andere Probierpaket eine ganz interessante Sache, weil man halt gerne so ein bisschen zum Basteln mag. Aber gerade wenn man es nur für sich selber macht, Stampin' Up, dann oft auch so eine große 30x30 Papiergröße mit alle 12 Blattl drin, halt einfach auch viel ist. Also keine Scheu, auch wenn ihr Eigenbedarf-Demos seid, dürft ihr trotzdem natürlich meine Probierpakete bestellen. Also gar kein Thema. So, das war mal Frage Nummer 1. Frage Nummer 2, was ich auch als großes Problem gefunden habe, war, dass manche das Gefühl gehabt haben, sie durch das, dass bei mir ein Set begrenzt ist, ihr wisst ja, es gibt ja das eine Set, wo alle Stempelkissen dabei sind. Also wie ich gesagt habe, das ist das InColor Superpaket Plus mit den ganzen Stempelkissen dabei, mit den 5. Und wo ich gesagt habe, wer das nimmt, kriegt von mir eine Champagnerfarbe dazu. Und das habe ich nur begrenzt, weil ich einfach nur eine begrenzte Stückzahl an solchen Champagnerfarben habe. Alle anderen Pakete sind aber unbegrenzt zu bestellen. Also ihr braucht keine Panik oder Sorge haben, weil eine Dame dann halt gemeint hat, ja, ob sie denn dann als neue Probierpakete-Kundin überhaupt bestellen darf, wenn ich nicht so viele Pakete habe, da werden ja ältere Kunden wahrscheinlich das Vorrecht haben. Nein, das ist nicht der Fall. Der zuerst bestellt, der kriegt es auch. Also da ziehe ich keine Kunden vor oder schiebe zurück oder wie auch immer, sondern da hat jeder dieselben Rechte. Es gibt da keine Bevorzugungen oder sonst was. Also der es erwischt, der früh genug da bestellt, der wird es auch kriegen. Genauso läuft es. Und wie gesagt, alle anderen Pakete sind völlig frei und auch das Komplettset ist unbegrenzt erhältlich. Wo ich gesagt habe, ihr kriegt die Nachfüller von mir als Geschenk dazu. Das große Set ist wirklich für jeden bestellbar. Da gibt es keine Mengenbegrenzung. Also keine Sorge, ihr braucht euch da nicht irgendwo unterordnen oder sonst was, ganz im Gegenteil. Also da ist wirklich jeder gern gesehen. Da gibt es keine, ja, da gibt es nichts. Das passt. Okay, dann habe ich noch eine Frage gehabt. Das war auch spannend. Das hat mich auch interessanterweise mehrere betroffen. Einige haben die Probierpakete nicht gefunden, weil sie, und jetzt Achtung, auf den Stampin' Up Shop geschaut haben. Auf dem Stampin' Up Shop könnt ihr ja keine Probierpakete finden, weil Stampin' Up diese Pakete nicht anbietet. Das ist wirklich ein Service, den ich anbiete. Die schneide ich alle selber, die packe ich alle selber zusammen. Da wird jeder Meter Band runtergemessen und geschnitten. Da wird jedes Papier gezählt. Da wird alles auseinandergeschnitten und eingetütet. Das machen wir alles selber. Das heißt, das hat jetzt eigentlich mit Stampin' Up als Firma gar nicht so viel zu tun. Es sind natürlich die original Stampin' Up Produkte, aber abgepackt in kleinere Mengen. Und das dürfen wir Demos als in Form von Probierpakete machen. Das nennt sich Paper Sharing. Aber eben nur in so einem Vorbestellungsmodus und dann eben, dass man punktgenau mehr oder weniger bestellt. Und von daher ist eben das mit den Probierpaketen eine ganz super Möglichkeit, aber nicht bei Stampin' Up zu bestellen, sondern auf meinem Kerzendesign-Shop. Das heißt, ihr müsst da bitte gehen auf kerzendesign-tirol.at. Dann findet ihr meine Probierpakete. Oder aber ihr geht auf meinen Blog, der heißt die Wunderwelt aus Papier, alles zusammengeschrieben.com. Dann seid ihr auf meinem Blog und auch dort ist natürlich mein
mein Shop verlinkt. Und zwar bei jedem Paket ist da der entsprechende Link gesetzt oder ihr geht einfach nur in den ganz normalen Shop und klickt euch dort durch. Also ihr habt alle Möglichkeiten. Wichtig ist nur, dass ihr auf meinen Kerzendesign-Shop geht. Da müsst ihr hin, damit ihr die Probierpakete findet. Okay, nicht bei Stampin' Up, ganz wichtig. Und wer Probierpakete möchte und sie trotzdem nicht findet, schreibt es mal E-Mail, dann schicke ich euch einen Link. Auch das geht. Okay, das waren auf jeden Fall heute mal die aller wichtigsten Fragen und Probleme, die sich eben für mehrere Leute überschnitten haben. Und deshalb war mir das ganz wichtig, dass ich das da jetzt nochmal anspreche. Und nochmal, die Vorbestellung geht jetzt bis Sonntag, 2. Mai. Dann ist die Vorbestellung Ende. Und ausgeliefert wird aber erst rund um den 20. Mai. Und ihr könnt natürlich auch eure Stampin' Up Bestellung für einen neuen Katalog da dazu packen lassen. Dann spart ihr einmal Porto. Aber wer das macht, muss auch damit rechnen, dass auch diese Stampin' Up Produkte dann erst rund um den 20. Mai kommen. Das ist so ein bisschen Geschmackssache, ob man da so lange warten mag. Weil man kann ja die Stampin' Up Produkte ab 4. Mai bestellen. Und wenn man sagt, oh, ich spare mal lieber 6 Euro und warte lieber ein bisschen, dann geht das natürlich. Dann schickt mir einfach eure Hündchen mit, dann packe ich es alles in ein Paket. Und wer sagt, oh, ich mag lieber so schnell wie möglich die neuen Sets, was ich voll verstehe, und da wäre ich ja voll dabei, der muss einfach mit zweimal Porto klarkommen. Das ist so. Aber ich glaube, das ist dann auch nicht die große Tragödie, weil die neuen Sachen sind so schön, die sind 5,95 Euro Porto wert. Zumindest in meiner Welt. Okay, schön. So, jetzt legen wir aber wirklich los. Jetzt starten wir mit der Karten von der lieben Mechthild. Und da brauchen wir jetzt heute Grundweiß natürlich. Ja, Grundweißpapier. Und für lauter, dass ich alles andere hergekriegt habe, habe ich mein Grundweiß natürlich verbummelt. Und wir brauchen einen schönen Grünton. Und was nehme ich da? Dann nehme ich jetzt heute mal auf die Schnelle. Grüner Apfel, genau. Also ich werde sie wirklich ganz gleich nachbasteln, weil ich sie einfach so wunderschön finde. Also ganz gleich geht nicht, aber so in die Richtung. Die Ramona sagt gerade, sie kann einen Chat verfolgen, sieht aber das Video nicht. Ramona, einfach einmal aussteigen und nochmal neu einklinken. Probieren Sie das einmal. Kann ja das einmal jemand in den Chat reinschreiben, weil vielleicht kann sie mich auch gar nicht hören. Das wäre auch möglich. Gut, dann würde ich sagen, schneiden wir uns einmal diese schöne Karte zu. Und da braucht man natürlich wieder ein ganz normales Grundmaß mit 14,5 cm. Und wir falzen bei 10,5. So, damit haben wir unsere ganz normale Kartenbasis, die wir immer haben. Dann werden wir uns gleich einen entsprechenden Aufleger zuschneiden. Eben wie gesagt, heute nehme ich grüner Apfel. Und da nehme ich mir jetzt einen Aufleger mit 14 cm mal 10 cm. Also einen halben Zentimeter kleiner. Wer bastelt denn heute mit mir? Wer ist denn heute mit am Start, basteltechnisch? Bin ich gespannt. Haha. Und wie schaut's aus, Mädels? Wer bastelt heute mit mir? Die Gundula, wie schön, Gundula, das freut mich. Monika schaut zu, die Cornelia ist mit am Start, basteltechnisch, sehr schön. Die Waltraud bastelt auch mit, die Aganeta macht mit, sehr gut. Oh, die Norzedante, ich bastel nebenbei, sehr gut, super, schön. Okay, dann brauchen wir jetzt noch einen dritten Aufleger und der dritte Aufleger, den machen wir wieder einen halben Zentimeter kleiner, also 9,5 in der Breite. Und, was haben wir gehabt, 13,5 in der Länge.
9,5 mal 13,5. Das wäre also unser Aufleger, den wir da heute schön bearbeiten werden. Oh, schau, die Ute ist auch dabei, die Renate schaut zu, die Sabine schaut heute auch zu. Die Christine hat nichts vorbereitet. Also Christine, das bin ich ja gar nicht gewöhnt. Schön. Okay, damit haben wir jetzt unsere drei Aufleger. Und den obersten, den Grundweiß, den werden wir jetzt schön bestempeln. Mit dem fangen wir nämlich an, dass wir uns den so richtig schön verzieren. Dann nehmen wir jetzt gerade mal schnell mein Schmierpapier drunter, das ich mir da letztens so angesaut habe. Und wir brauchen heute natürlich auch wieder ein paar Stempel. Und bei den Stempeln habe ich rausgesucht, das zauberhafte Grüße, weil das, glaube ich, hat sie verwendet für den und diesen Stempel. Schaut mir danach aus, als hätte sie da die verwendet. Und sie hat dann ganz süß, die Mechthild, hat da so ganz süße kleine Blümchen drin. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, was das für ein Stempelset gewesen sein kann. Jedenfalls ist das irgendwie, sowas habe ich jetzt nicht, aber ich habe was Ähnliches gefunden. Und da werden wir einfach das Ähnliche dann nehmen. Und zwar beim Valentinschatz, da sind total nette kleine Blümchen drin. Und da, wenn man dachte, die sind zwar ums Kennen größer als die, die sie da verwendet hat, aber ich finde, die sind total süß. Und von daher nehme ich da diese kleinen Blümchen aus dem Valentinschatz. Valentinschatz gibt es übrigens nur noch bis zum 30. Juni, oder? Genau. Bis zum 30. Juni kann man das noch bestellen. Das wird Sortiment verlassen. Okay, gut. Und dann haben wir jetzt eigentlich die Sachen schon dabei. Und mit dem legen wir jetzt gleich los. Das heißt, wir brauchen ein paar Grüntöne. Und bei den Grüntönen, da bleibe ich natürlich bei grüner Apfel, klarerweise, als für einen Aufleger dazu. Ich nehme mir noch Asphalngrün dazu. Und ich nehme mir noch das Olivgrün. Also ich bleibe halt ganz in diesen Grüntönen. Und dann als Gelb nehme ich mir Osterglocke. Ich mag ein ganz frisches Gelb dazu. Okay, dann legen wir los. Dann machen wir mal alle Stempelkissen auf. Deshalb picke ich immer ganz gern von den Stempel die einfärbigen Teile da rein, weil man dann einfach gleich von oben her schon sieht, bei welcher Farbe man so ungefähr umgeht. Weil wenn man schaut, die schauen sich halt schon recht ähnlich. Nicht? Also wenn man jetzt da keine Farben drinnen hat, dann ist es schon ganz schön schwierig. Okay, so. Und dann starte ich mal mit grüner Apfel. Also meins wird von der Farbgebung ein kleines bisschen anders sein, wie von der Mechthild, weil ich glaube, dass sie von den Farben ein bisschen anders verwendet hat, aber das macht ja nichts. Da hat sie da einfach so rundum reingestempelt, so ein bisschen da und ein bisschen dort. Orientiere mich jetzt auch ein kleines bisschen nach dem, wie sie das so gemacht hat. Und dann, es schaut einfach so lieb aus. Es hat sie so süß gebastelt. Das ganz aus ist. Dann nehmen wir mal das Farngrün. Vom Farngrün nehme ich mir jetzt einen zweiten Stempelabdruck, dass das ein bisschen ja, nicht ganz so kräftig ist. So was Nettes. Und man sieht halt einfach wieder, die Blätterstempel sind so lieb, oder? Schaut einfach gut aus. Einfach klasse. So, man hat es da noch einmal so keck einer gestempelt. Lassen wir mal derweil kurz sein. Dann machen wir die großen gelben Blümchen. Und die stempel ich jetzt da einfach so ein bisschen dort und da dazwischen rein. Und da einfach so ein bisschen die Räume füllen sozusagen, die da so entstanden sind dazwischen. Jetzt setzen wir da auch noch einen her.
genau. Und dann nehmen wir noch in demselben Gelb, oder sehen wir da das Hummelgelb? Könnte man eigentlich noch das Hummelgelb dazu nehmen, oder? Dann haben wir noch einen anderen Gelbton dabei. Dann setzen wir mit Hummelgelb nur die kleinen Blüten da so dazwischen rein. Macht jetzt gar nicht so einen riesen Unterschied, aber das fülle ich mir jetzt da noch so ein bisschen auf. Dort und da. Ist einfach putzig. Schaut einfach putzig aus. Wenn ich nur aufhören könnte, oder? Kennt ihr das? Irgendwie ist das mit dem, wann hört man auf mit reinstempeln? Ist irgendwie aber schwierig. Okay, so. Ich glaube, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich fände irgendwie. Nein, ich lasse es so. Ich lasse es so. Hör auf, Daniela, es ist genug. Okay, so. Damit haben wir jetzt die Gelbtöne schon ausgedient und ich lasse auch alle anderen ausdienen. Aber den grünen Apfel bewahre ich mir noch, weil ich mit grünen Apfel nur ein ganz kleines bisschen Farbe auftragen werde. Und dann nehme ich mal wieder eines der Bürstchen und werde von außen her kreisförmig nur so ein bisschen Farbe auftragen. Damit dünnen wir uns die Farben noch ein bisschen ab, ist nicht ganz so schrill und kräftig. Ah, ich liebe diese Bürstel, die sind einfach so ein Hit. Das passt halt ja schon fast in unsere Einfach-Stempeln-Rubrik, gell? Und wie das jetzt nett ausschaut, oder? So schnell gemacht und es schaut so nett aus. Aber ich mache es jetzt außen nur ein bisschen dunkler, weil ich finde nämlich den Effekt so schön, den da die Mechthild gezaubert hat. Die hat nämlich nicht überall gleich üppig grün aufgetragen, sondern hat in der Mitte ein bisschen heller lassen. Und nachdem ich jetzt da fast ein bisschen kräftig in die Mitte reingefahren bin, müssen wir es jetzt außen noch ein bisschen kräftiger grün machen, damit wir den schönen Effekt haben, dass es innen drinnen heller wird. Seht ihr es? Es ist außen noch mal dunkler, dann hat man da drinnen wie ein Lichtschein. Ist doch süß. Das finde ich echt pfiffig gemacht. So. Ah, ich bin so happy. Mir gefällt die Karte so gut. Das ist so sensationell, wenn man so nette Post kriegt. Ist einfach der Knaller. So, gut. Damit sind wir stempeltechnisch fast fertig. Also wir haben jetzt einmal unseren Auflieger super perfekt vorbereitet. Aber sie hat da oben drauf noch nur zwei so kleine nette Schmetterlinge gesetzt. Und so Mini-Schmetterling habe ich jetzt gar nicht. Also, ich denke jetzt, ach, die sind aus dem Designerpapier ausgeschnitten. Na, das ist ja vielleicht pfiffig, das habe ich. Nein, das habe ich nicht mehr. Das habe ich nicht mehr. Da muss ich immer mal anders helfen. Ich muss noch etwas anders aufbauen. Ich nehme jetzt von dem Butterfly Brilliance, nehme ich mir nur einen Stempel und nehme da den kleineren. Genau. Mal schauen, ob ich da nicht nur einen habe. Ich habe ja da so eine Kiste, wo ich immer so Sachen drinnen habe, die schon so vorbereitet sind. Mal gucken, ob da noch so ein kleiner drinnen ist. Das wäre nämlich rein theoretisch möglich. Macht ihr das auch, dass ihr so Restal, was ihr noch nicht aufgebraucht habt, dort so zusammensammelt? Da sind da natürlich kleine, große Schmetterlinge drin. Das ist ja meistens dann das, gell? Dass das, was man sucht, ist natürlich da dann nicht drin. Aber ich sehe gerade, und das war ja eigentlich auch nett. Ich habe ja da noch die Blümchen aus dem Set aus dem Bastelset. Die waren ja natürlich da drauf, statt die Schmetterlinge ja eigentlich auch lieber wie die. Größer und kleiner. Das mache ich. Ich mache es jetzt nicht mit Schmetterlingen, ich setze jetzt da die Blümchen drauf, weil die eigentlich auch volle pfiffig sind. So mache ich das. Die sind übrigens aus dem Jahreskatalog. Wer sich wundert, wo ich jetzt die Blümchen da her habe, die kleinen, das kann ich euch sagen. Die sind aus dem Jahreskatalog, aus dem Set. Aus diesem da. Boho Indigo. Und Boho Indigo ist ja ein super schönes Set gewesen. Und da gibt es ja auch das Nachfüllset dazu mit dem wunderschönen Papier. Und da drinnen, da das Weiße, was ihr da seht, das sind diese Blümchen.
Die kann natürlich auch mal verbastelt. Also nehme ich die Blümchen heute. Gut, schön. So. Dann brauchen wir jetzt als nächstes, werden wir uns jetzt das Danke daraus stanzen. Und für das Danke braucht man natürlich unsere Stanz- und Prägemaschine, Nona. Und wir brauchen auch die Buchstaben. Die Buchstaben sind ja sowieso der Oberknaller. Da hat jetzt letztens übrigens gerade unsere Ina, die Carina, Ina Stempelt, ein ganz ein liebes Video gemacht mit den Teilen. So, was haben sie da gemacht, Carina? Das war ein, wie sagt man zu dem Board? So ein Buchstabenboard. Total lässig, die Carina hat das nur so schön erklärt, ich habe es nicht gemerkt, wie das Ding heißt. Jedenfalls ein ganz lässiges Video hat es da dazu gemacht, wirklich richtig bäriges. Und da werden wir jetzt mit diesen Buchstaben heute auch arbeiten. Mir ist ja so sympathisch, dass da die Buchstaben abgebildet sind, dass man da immer wieder weiß, wo man hin muss mit seinem Buchstaben. So. Das N und das K. Wo ist es denn? Da ist es. Ein Letterboard war es, genau, Carina. Und das E. So. Gut. Man kann natürlich das Danke, muss man natürlich nicht so gerade anordnen, wie das die Mechthild da gemacht hat. Mir gefällt das zwar total gut, aber man kann das ja natürlich auch so ein bisschen geschwungen anordnen. Ne? Ich mache es jetzt tatsächlich so geschwungen, weil ich das auch total süß finde. Und dann haben wir noch eine Alternative. Jetzt ist nur die Frage, was mache ich oben und was mache ich unten? Vielleicht mache ich es so. Vielleicht drehe ich mir das um. Mal gucken. Das ist ja immer das, gell? Kaum verändert man was, dann muss man wieder ganz neu schauen. Das ist auch süß. Ich glaube, ich lasse es so. Na, du musst schon da bleiben, wo ich dich brauche. Okay, dann ordnet euch das an. Ich in meinem Fall mache es jetzt wirklich so ein bisschen gebogen. Hat den Vorteil, dass ich nicht auf einer Linie bleiben muss. Wer es auf einer Linie machen möchte, kann sich übrigens ganz super helfen, indem man das Ganze gerade richtet und sich ganz schlicht ein Lineal zur Hilfe nimmt. Ihr könnt euch zum Beispiel ein Lineal da auf die 3 legen. Also ihr seht ja, bei einem Geodreieck habt ihr ja immer da so die Querlinien, ne? Und wenn ihr jetzt da hergeht und sagt, okay, ich lege mir das Ganze auf 3 oder 3,5, was auch immer halt, wo ihr das haben wollt, dann könntet ihr das da zum Beispiel herlegen. Dann schaut, dass links und rechts in der Mitte seid. Das ist ja der Vorteil vom Geodreieck, dass man da schön sieht, ob man gleich ist. Und dann könnt ihr es euch da unten einfach anordnen. Und dann habt ihr eine wunderbare Gerade. Und wenn ihr dann sagt, naja, 3 ist jetzt ziemlich weit unten, dann schiebt ihr es halt um 0,5 cm rauf. Na, geht auch. Und wenn es ein größeres Geodreieck habt, dann könnt ihr es sogar nur mehr um 0,5 cm oder um 2-3 mm aufschieben. Also das geht voll gut, wer so eine richtige Gerade haben möchte. Wie gesagt, meiner einer macht jetzt einen leichten Bogen. Weil ich das irgendwie auch nicht finde. Ist doch mal was anderes. Okay. So. Und ich mache das Freischnauze. Also ich mache das wirklich so Augenmaß. So eine Spielerei, gell? Okay, so. Stanz- und Prägemaschine. Vorsichtig auf die Seite rücken. Es gibt das Video zum Letterboard, Renate. Das hat sie selber gebastelt, das schöne Letterboard. Die Carina. Da müsst ihr echt reinschauen. Das Video ist super. Von unserer Ina. Ina Stempelt. So. Okay, gut. Damit liegt jetzt das da schön drauf, so wie ich das rum mache. Dann Klappe drauf und ab die wilde Fahrt. So, okay. Das war's schon. Das ist ja so easy. Easy peasy, Japanese. Okay. Dann können wir uns das da rausholen. Und jetzt wollen wir das ganze Ding auch noch prägen, weil das war ja, das ist ja total mega. Sie hat ja das noch wunderschön geprägt. Die Buchstaben kann man übrigens ganz schön dann für ein anderes Projekt einsetzen, weil die haben jetzt da natürlich total eine nette Färbung und haben auch da so
nette Kleckse und so drauf. Also das Danke kann man jetzt total super für eine kleinere Karte zum Beispiel hernehmen. Ganz, ganz spitze. So, die legen wir zur Seite. Und den Teil werden wir wieder einbauen. Aber wir wollen jetzt das ganze Teil dann auch noch prägen. Also ich habe das da noch mit der feinen Strukturgeschichte geprägt. Und das ist nochmal so ein extra Wow. Das schaut so cool aus. Also es schaut so schon gut aus, aber so geprägt, das ist halt schon nochmal echt total super. Und von daher holen wir mal unsere Prägeschachtel her. Könnt ihr euch an die noch erinnern? Wer kennt den noch von euch? Wisst ihr noch, wie wir die gebastelt haben? Bei mir ist die noch immer total im Einsatz. Ich liebe dieses Teilchen. Total fein. Da haben wir jetzt gerade letztens noch zwei dazu gebastelt in der Art für die Schwanzteile. Total super praktisch. Also wer diese Boxen noch nicht kennt, schaut mal rein in meine älteren Videos. Die sind echt super. Die sind super stabil. War übrigens damals noch nicht live. Das war damals noch aufgezeichnetes Video. Und habt ein bisschen weniger Gequatsche dabei sozusagen. Das stört ja den einen oder anderen. Aber ich plaudere halt gern mit euch, was so ist. Die Karte soll ich nochmal in die Kamera zeigen. Bitte schön. Schön, oder? Ich finde wunderschön. Wunderschön, das Ding. So nett gebastelt. Okay. Gut. Okay. So. Dann werden wir uns das Teilchen da jetzt einlegen. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir da das Mittelteil da vom D auch mitprägen. Und vom A natürlich auch, weil das schaut sonst komisch aus, wenn die kleinen Teile nicht geprägt sind. Also legt euch die wirklich rein und achtet auch darauf, dass die da halbwegs richtig drinnen liegen. Und dann machen wir das Teilchen zu. Und dann müssen wir die Geschichte da noch prägen. Da brauchen wir jetzt die andere Prägeplatte. So. Dann wollen wir das noch durch die Big Shot drehen. Und das ist jetzt noch ein alter Prägefolder. Ich bin jetzt gespannt, ob mein Sandwich stimmt. Mal schauen. Nee. Dann machen wir es eben mit dieser da. Okay. Ja, das schaut gut aus. Und durchgeprägt. So. Also ihr seht schon, manchmal muss ich auch noch probieren. Verlauter, dass wir viele verschiedene haben. Muss man manchmal ein bisschen testen. So, meine Liebe, du hast heute ausgedient. Dann werden wir wieder dahinter rein. Schon ist alles verräumt. Und da haben wir jetzt unser geprägtes Teilchen. Das schaut halt jetzt echt mega aus. Schaut mal, wie das jetzt cool ausschaut. So bärig, oder? Der Strukturprägefolder, der ist so cool. Ich glaube, der verlässt uns auch, oder? Der Strukturprägefolder. Ich glaube, der ist auch auf dem absteigenden Ast, wenn man so will. So, okay. Dann brauchen wir jetzt als nächstes ein bisschen Klarsichtfolie. Da brauchen wir heute nicht sehr viel, also da könnt ihr wirklich Reste verwenden. Ich habe da so einen schmalen Reststreifen und ich glaube, der reicht mir da aus. Ja, der passt doch genau. Ich liebe es, wenn ich so ältere Teilchen auch gut verbasteln kann. Also man braucht wirklich nur so einen Streifen, der die ganzen Öffnungen abdeckt. Mehr muss es nicht sein. Ja, gell, der verlässt uns, Karina, ich weiß. Manchmal ist es echt ein Jammer, wenn uns so schöne Dinge verlassen. Auch wenn schöne neue kommen, aber manches ist halt wirklich. Naja. Gut. Stamp Pencil Plus ist jetzt der Kleber meiner Wahl. Den fahre ich mir jetzt da gerade drauf und fixiere mir da einmal mein Teilchen, dass das da schon einmal alles abdeckt. Drücke man da schon mal an und dann lüpfe ich mir da gerade noch meine Seitenteile an, meine Ecken links und rechts ein bisschen. Und da halt jetzt nur bitte darauf achten, dass der Kleber dann nicht über die Ecke raussteht, also wie sagt man denn? Über die Klarsichtfolie. Also der Kleber sollte mit Klarsichtfolie Ende sein, spätestens. Weil sonst kleben wir euch da dann die Pailletten an.
Bei mir steht es jetzt da ein bisschen drüber aus, ist nicht ideal. Das ist dann mein Klebemittelradierer. Das ist dann immer mein bester Freund. Er schaut zwar nicht mehr schön aus, aber er funktioniert super. So, mal da. Das wegradieren da, was wir da nicht haben wollen. Gut. Okay. So, und dann müssen wir jetzt da natürlich den Innenteil noch reinkleben. Wie geht's denn meine Mitbastler? Mal schnell nachfragen, vielleicht bin ich wieder zu schnell. Ich galoppiere da halt wieder irgendwie gefühlterweise so durch. Wow, schau, die Carina hat schon wieder voll im Auge, wie das Video gehasst hat. Aber das ist wirklich ein super Video, Mädels. Da habe ich einige Tipps und Tricks drinnen. Da habe ich mir jetzt letztens, wie ich meine zwei Boxen gebastelt habe, ich sage es euch, wie es ist, da merkt man das auch nicht, wie ich das damals gemacht habe. Und dann muss ich meine eigenen alten Videos aufrufen. Und dann schaue ich meine eigenen Videos, damit ich meine Boxen so basteln kann, wie ich das damals gemacht habe. Und dann habe ich mich direkt selber loben müssen. Und wenn man dachte, na schau, das habe ich aber schon cool gemacht. Herrlich, ich sage euch was, manchmal bin ich mit mir selber gelacht. Da denke ich mir, schau, das darf es nicht geben. Aber es hat tippitoppi funktioniert, ich sag's euch. Also es war wirklich cool. Von daher gehe ich ziemlich sicher davon aus, dass ihr auch die Boxen so der bastelt, wie es braucht. So, dann kleben wir da eben diese kleinen Teilchen da noch rein. Das ist immer ein bisschen ein Gefummel. Aber mit dem Dombo auch kein großes Problem. Da klebt das gleich. Das schaut so nett aus. Das schaut einfach gut aus. Gut, und dann werden wir uns die Klebestreifen nehmen. Ach, die Sabine braucht die Bestellnummer von dem Prägefol, da Sabine. Nein, gucken wir mal, den haben wir gleich heraus. Der Prägefol da hat die Nummer. Da ist er. 151775 und heißt Struktureffekt 3D. Das ist dieser da. Okay. So, dann werden wir jetzt da hinten drauf unsere Abstandklebestreifen draufgeben. Die sind einfach für Schüttelkarten so super. Und da fahre ich jetzt zuerst einmal am Rand entlang. Dann haben wir da schon mal eine schöne Basis von der Höhe. Und dann fahren wir da auf der Seite drauf. So. Den kleinen Stützi behalten wir uns auf, den brauchen wir sicher nochmal. Wie kommt man zum neuen Katalog? Einfach, indem Sie mir zum Beispiel eine E-Mail schreiben, Nordseetante. Einfach an daniela@kerzendesign-tirol.at und da schreiben Sie mir Ihre Adresse rein und dann lasse ich Ihnen einen Katalog zukommen. Und dann können Sie ganz normal bei mir bestellen, auch wenn ich aus Österreich bin. Das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Und können Ihre Stampin' Up Produkte über mich erwerben. Und wenn Sie Fragen haben, dann dürfen Sie mich gern kontaktieren. Dann hilfe ich gerne weiter. So, das geht ganz gut. Ah, super, die Katharina, sonst wären wir nicht immer dabei, ist das lieb. Okay, so. Und jetzt könnte man natürlich da das genauso lassen und könnte da das Schüttelgut reinfüllen. Aber wenn wir das so machen, dann hat man das Problem, dass das Schüttelgut natürlich, sobald ich die Karten aufhebe, dann fällt mir das da ganz an die untere Kante her. Und eigentlich ist das dann total schade. Mei, die Carina ist vielleicht ein Schatz. Jetzt hat sie mir da glatt die E-Mail-Adresse eingeschrieben. So sind meine Mädels. Sein einfacher Hit. Ja, jedenfalls, wenn ich da jetzt das so lasse und ich fülle da Schüttelgut ein, dann fällt das ganze Schüttelgut hinten im Hintergrund da natürlich runter. Und das wollen wir nicht unbedingt. Das ist eigentlich bei Schüttelkarten nicht ganz so praktisch. Weil bei den Schüttelkarten soll sich ja da, wo die Öffnung ist, was tun mit dem Schütteln. Nicht? Das heißt, kleiner Tipp nun für euch.
grenzt euch den Bereich ein, wo sich das Schüttelzeugs bewegen soll. Das heißt, ich klebe mir jetzt einen Streifen da oben her. Ich lasse schon so in etwa einen halben Zentimeter Luft. Gell? Ich sage euch das gleich nochmal näher. Und dann mache ich da drüben zu. Und dasselbe mache ich da unten auch. Das heißt, auch da setze ich mir einen Klebestreifen her. Von da rüber. Und jetzt kommen die kleinen Stitzis da wieder zum Einsatz, weil da kann man die ohne weiteres sehr gut reinkleben. Die machen wir da jetzt einen schönen Stopper. Und jetzt seht ihr, dass sich die Schüttelgut nur noch da drinnen bewegen kann. Das heißt, auch wenn jetzt der Beschenkte die Karte hinstellt, wird er da unten an diesen Bereichen immer nur ein Schüttelgut sehen. Und wenn er schüttelt, dann bewegt sich das natürlich schön da drinnen, fällt aber nicht bis zum untersten Rand runter. Also das ist ein kleiner Tipp, wenn ihr solche Ausstanzungen macht, begrenzt den Schüttelbereich. Gut, okay. Schön. Jetzt werden wir als nächstes den Aufleger auf unsere Basiskarte kleben. Das machen wir natürlich mit Tombow. Machen wir einfach ein bisschen Kleber drauf. Schaut immer drauf, dass der Kleber eher dünn aufgetragen ist, dass er nicht rausdrücken kann. Und dann schauen wir, dass wir das da mittig platzieren. So in etwa zumindest. Ja, schaut gut aus. Einmal gut andrücken, gern auch mit einem Falzbein drüber streifen, dann ist es ganz schön glatt. Das kommt super. Und jetzt müssen wir da natürlich Schüttelgut reinfüllen. Und das Schüttelgut reinfüllen, das ist immer so das Schwierigste eigentlich bei den Schüttelkarten, weil man eigentlich nie ganz genau weiß, wie viel muss ich jetzt reingeben, damit sich auch was tut da drinnen. Und was ist zu viel? Nicht? Weil es gibt auch durchaus ein zu viel bei dem Schüttelzeugs. Also da kann wirklich auch zu viel drinnen sein. Das heißt, in erster Linie sucht euch einmal ein Schüttelmaterial, was euch farblich gut gefällt. Ich werde mir da jetzt das dazu nehmen. Ich habe da noch so Pailletten, bunter Schimmer. Ihr seht schon, ich habe ja immer so eine ganze Box, wo ich noch so verschiedenste Pailletten drinnen habe. Ein paar ältere, ein paar neuere. Aber da verwende ich halt gerade, was ich da noch so rumliegen habe. Die gingen vielleicht auch gut. Nein, ich bleibe bei denen. Ich finde, die passen farblich recht nett. Sind auch eher frisch in die Farben. Zwar jetzt nicht wirklich gelb, aber es ist das Grün dabei und ein bisschen so orangig, finde ich, passt. Und da nehme ich mir jetzt einfach einmal ein bisschen und gebe einmal ein bisschen da drauf. Vor allem sind da auch kleinere dabei, das finde ich ganz süß. Das nicht nur so große Pailletten sind. So, und ich lasse jetzt ganz bewusst da die Klebestreifen noch zu und gebe mal einfach so viel drauf, dass ich da drinnen das Gefühl habe, okay, da tut sich jetzt schon ein bisschen was. Und jetzt drehe ich mir mal die Karten drauf und jetzt müsst ihr gut zusammenhalten, gell? Und dann mit Schwung umdrehen, so dass das da drinnen ist. Und dann drückt euch die Karten mal da drauf und probiert es einmal. Wenn ihr sie jetzt so aufhebt, sieht man dann ein bisschen Schüttelgut. Und wie ist, wenn man es ein bisschen bewegt, tut sich dann was. Und ich meine, die Menge, die ich jetzt da drinnen habe, wenn ihr mal schaut, die ist ganz gut. Es ist unten noch ein bisschen zum Sehen. Und wenn man es ein bisschen bewegt, dann sieht man auch, dass sich da drinnen was tut. Geht jetzt natürlich, solange das nicht angeklebt ist, noch mäßig gut. Aber es funktioniert schon. Jetzt müssen wir das ganze Ding natürlich nochmal umdrehen. Ganz ein paar von den Pailletten hängen sich immer da am Rand ein. Das ist ganz normal. Also das ist gar nichts Außergewöhnliches, sondern das ist einfach so. Damit muss man leben. Das ist unser Schüttelkartenleiden. Aber gut, gibt Schlimmeres. Okay. Und den Rest kippen wir jetzt einfach von da nochmal da rein. So. Gut. Und ich weiß, ich tue jetzt da vielleicht ein bisschen kompliziert, aber mir ist noch nie eingefallen, wie es besser gegangen hat. Das heißt, ich positioniere mir das jetzt da drauf nochmal. Drehe mir das nochmal mit Schwung um.
Positioniere mir das ungefähr da, wo ich es dann auch haben möchte. Und jetzt sollte das Schüttelgut auch ungefähr da sein, wo es sein soll. Ja, schaut gut aus. Das eine immer noch da rein. Jetzt schiebe ich mir es da gerade ein kleines bisschen noch zusammen. Aber ich habe es jetzt in dem Bereich, wo es ungefähr sein soll. Und die kleine müssen wir jetzt da gerade noch ein bisschen runterfriemeln, dass wir dann nicht einen Kleber da drauf haben. Aber das wollen wir natürlich nicht. Also Schüttelkarten machen es immer ein bisschen, kleines bisschen gefriemelt. Aber sie sind einfach so nett. Schüttelkarten ist einfach total was Nettes. Und ist lustigerweise auch etwas, was speziell alle anspricht. Also auch ältere Männer mögen Schüttelkarten gern. Das ist echt fantastisch. Also wenn man ältere Männer zuschaut, wenn die eine Schüttelkarten kriegen, das sind sie ganz, ganz fasziniert. Finde ich total süß. Ja. So, jetzt ziehe ich mir da meine Schutzfolien natürlich ab. Und dann kleben wir das Teilchen da drauf. Das ist wirklich keine große Hexerei. Einmal, zweimal. Ja, morgen ist Basteln bei der Carina, gell? So cool, oder? Ich freue mich schon voll drauf. Es wird total cool. Und die Carina hat voll was Lässiges vorbereitet. Das weiß ich schon. Das hat sie mir zufällig erzählt. Ich habe es zwar noch nicht gesehen, also ich habe keine Ahnung, wie es ausschauen wird. Aber sie hat mir erzählt, dass sie was total Cooles vorhat. Und ich bin schon mega gespannt. Und ich werde natürlich live dabei sein und mit euch ein bisschen chatten. Da drehen wir den Spieß sozusagen um. Da bin dann ich morgen im Chat und die Carina wird uns mit ihrer Bastelleidenschaft beglücken und uns erzählen, wie sie das macht und was sie da macht. Und wir werden vielleicht ein bisschen mitbasteln. Oh, herrlich. So, jetzt ist wichtig, gut andrücken. Ja, also wirklich da einmal fest andrücken, damit sich das da ja nicht löst, speziell da drinnen, euer Bereich, den ihr da abgesperrt habt, sozusagen. Und dann ist das gute Ding fertig. Und dann seht ihr schon, es ist so süß. Schaut mal, wie sich da drinnen jetzt die Pailletten bewegen. Nett, oder? Seht ihr das? Wie sie hin und her tanzen. So süß. Finde ich voll mega. Und trotzdem, auch wenn sie runtergeschüttelt sind oder raufgeschüttelt sind, tut sich noch was. Man sieht da immer noch ein bisschen Pailletten. Da auch ganz ein kleines bisschen weg. Also ganz süß. Gefällt mir voll gut. So eine nette Idee. Ja, und jetzt brauchen wir eigentlich gerade noch ein kleines bisschen draufbauen, um das ganze Ding noch ein bisschen aufzuhübschen. Und da werden wir jetzt wirklich die weißen Blümchen drauf tun. Die sind nur so ein bisschen neutral. Holen uns da noch mal ein bisschen was Helles rein in das Ganze. Finde ich süß. Das machen wir einfach mit Dombo. Gebe ich da hinten ein kleines Tropferl Dombo drauf und dann platziere ich mir die dort und da, wo sie mir gefallen. Größeres, ein kleines. Viel braucht es da gar nicht. Ein bisschen dort, ein bisschen da. Ach, so nett. Das ist wie eine Blumenwiese, oder? Total süß. Und sitzen wir da her. Total nett. Also, liebe Mechthild, ich hoffe sehr, dass Sie das Video heute sehen oder die Tage mal. Und ich hoffe, dass Sie sich so freuen wie Ibi drüber frei. Sie haben eine Riesenfreude gemacht mit der Karten. So, ich finde, das reicht schon. Was ich jetzt da noch drauf baue, ist von unserem supi neuen Glitzer. Ein paar gelbe Pünktchen. Weil der Glitzer, der ist natürlich der Knaller in Dosen. Und da holt man da innen den Glitzer ein bisschen ab und zieht man ein bisschen nach außen. Setzt man da gerade ein paar so drauf. Nur so ein bisschen. So nett. Das ist einfach zum Schreiben. Und setzt man noch da her ins Blümchen. Süß, oder? Dann haben wir da noch ein kleines bisschen Glitzer da oben drauf. Und fertig. Fertig ist meine Karte. Ich finde es so lieb. Und so seht ihr mal, ist ein bisschen eine andere Schüttelkarte, aber doch ausgesprochen lieb, oder? Ich finde es so süß. Also ich bin ganz begeistert. Sehr, sehr, sehr cool. Schön, ihr Lieben. Gefällt euch die Karte auch? Bin echt gespannt. Und wenn ja, dann bitte, bitte, bitte schenkt mir einen Daumen hoch fürs Video.
Würde mich natürlich freuen. Ah, schön. Voll schön, die Schüttelkarte. Freut mich, Karina. Mir gefällt sie auch. Finde sie auch lieb. Sie ist zwar ganz schön was los und für mich relativ üppig, aber es darf ja auch mal sein. Oder? Es muss dazwischendrin muss auch einmal etwas ein bisschen üppiger sein und ein bisschen voller. Gehört irgendwie auch dazu. Die Abwechslung macht es, oder? Die Vielfalt macht es aus. Schön, ihr Lieben. Es war mir wie immer eine große Freude und ich muss euch ja noch erzählen, bei uns geht in der kommenden Woche die DIM-Challenge los. Yippie! Viele von Ihnen wissen ja schon, dass wenn bei uns ein neuer Katalog an den Start geht, dann haben wir immer im Team Wunderwelt Mädels eine DIM-Challenge am Start. Und eine DIM-Challenge bedeutet, es gibt jeden Tag ein kreatives Video, wo wir euch neue Produkte zeigen und gleichzeitig die Anleitung dazu Schritt für Schritt zeigen. Das heißt, es wird wieder eine ganz super Challenge. Es wird ganz, ganz eine spannende Challenge. Ich kann euch versprechen, das ist richtig, richtig bärig, was wir diesmal wieder vorhaben. Und dazu wird es am Sonntag hier bei mir das Auftaktvideo geben, wo ich euch genau erkläre, um was es diesmal geht, was die Herausforderung für meine Mädels war, was die Aufgabe war. Und dann geht es los mit den ersten Videos am Montag. Das heißt, es wird am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag und am Sonntag und am Sonntag wird es jeden Tag ein Video geben von einem meiner Wunderwelt-Mädels. Sonntag bin dann ich dran. Also ich mache am ersten Sonntag mache ich einen Auftakt und am letzten Sonntag den Schluss. Und dazwischen habt ihr jeden Tag ein Video bei einer meiner Mädels. Und ihr werdet alle Videos finden. Es wird einen Blogbeitrag dazu geben. Also keine Sorge. Wichtig ist, merkt euch, am Sonntag sehen wir uns hier. Da startet die Challenge sozusagen mit dem Auftaktvideo. Und dann geht's los und dann wird eine Woche lang neuer Katalog gebastelt mit ganz super Inspirationen. Also ihr werdet ganz, ganz viele schöne Sachen sehen. Es wird super spannend. Es wird eine gute Woche, genau, Renate. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen bei der Carina alias Ina Stempelt. Ihr seht ja die Carina eh im Chat. Wer sie noch nicht kennt, sucht einmal Ina Stempelt. Das werdet ihr finden. Und dann sehen wir uns morgen im Chat und am Sonntag sehen wir uns hier bei mir. Hoffentlich. Okay, schön, ihr Lieben. Ich freue mich schon drauf. Ich freue mich auf morgen und ich freue mich auf Sonntag. Und ich kann nur sagen, ich bin so gerne Stampin' Up! Demonstratorin und ich liebe mein Team. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist einfach super. Gut, ihr Lieben. In dem Sinn, alles, alles Liebe in die Runde. Und wir sehen uns morgen im Chat. Tschüss, Baba, ihr Lieben.